1500 Euro und 3500 Euro. Das netto. Ist also der Bereich, netto, ja, oder brutto? Netto. Der Bereich, der das letzte Mal im Grunde genommen am wenigsten profitiert hat, es sei denn, sie sind familienpolitisch dazugekommen. Und das Zweite ist, was wir machen wollen, wir wollen sozusagen eine rechtsformenneutrale Besteuerung der Unternehmen haben. Das heißt also, wenn ein Unternehmen ein Gewerbebetrieb ist, ist nicht einzusehen als Einzelunternehmer, warum er mehr Steuern zahlen soll als von mir aus ein körperschaftssteuerpflichtiges Unternehmen. Und wie finanzieren Sie das? Da gibt es also erstens einmal das Faktum, dass der Finanzminister jetzt bereits mehr einnimmt. Das sagt er, das stimmt nicht. Also er sagt, er ist genau im Plan. Er sagt, er ist genau im Plan. Er sagt schon, nur bis zum Jahresende wird es wieder weniger werden. Also er sagt, er ist genau im Plan, aber Steuerreform ist nicht drin. Heuer im ersten Halbjahr, obwohl das sozusagen das erste Halbjahr nach einer Steuerreform ist, hat er bereits um 700 Millionen mehr eingenommen. Ja? Das heißt also, das zeigt, dass die Steuerreform, wenn sie gescheit gemacht ist, auch letztlich dem Staat wieder mehr Einnahmen bringt, weil die Kaufkraft anspringt und damit also mehr Konsum ist und zumindest bei der Mehrwertsteuer. Aber jetzt sagt er, nicht? Es okay. geht nicht. Er muss das ja sagen, weil das ist ja logisch, dass er mauert. Welcher Finanzminister hat schon gern freiwillig was hergegeben? Naja, Steuerreformen haben alle Finanzminister gern gemacht, oder? Da wird man populär. Also der jetzige, würde ich sagen, hat sogar mit dem Herrn Schüssel Neuwahlen riskiert im Jahre 2002, weil er sie nicht machen wollte. Aber zur Not, musste sie dann aber zur Not würden Sie auch einen höheren Schuldenstand in Kauf nehmen für Ihre Steuerreform? Nein, sondern ich glaube, dass wir auch über Vermögenswerte verfügen, die den Start der Steuerreform ermöglichen würden. Und in der Folge ja dann diese Steuerreform auch durch die verbesserte Konjunktur, durch die geringeren Arbeitslosen, durch die höhere Kaufkraft dann auch mehr Einnahmen wieder hereinspielen würden. Das heißt, Sie haben die ganze ÖAG, die ist etwa 6 Milliarden Euro wert. Da haben Sie also Unternehmen drin, Sie brauchen nur 6% der OMV verkaufen, dann haben Sie einmal 800 Millionen in der Kasse. Sie können also bei der Nationalbank den ganzen Immobilienbereich etwa verkaufen. Aber verkaufen kann man alles nur. Ja schon, aber zum Staat. Das ist jetzt, muss man verstehen, eine Steuerreform soll ja die Wirtschaft auch mobilisieren. Und wenn die Wirtschaft anspringt, wenn die Konjunktur da ist und wenn die Kaufkraft stimmt, dann gibt es wieder mehr Einnahmen auch für den Finanzminister. Das ist bei jeder Steuerreform so gewesen. Ich habe Ihr Parteiprogramm gelesen, also Ziele, Ideen und Visionen. Und da steht auf der letzten Seite ein wahnsinnig interessanter Satz, nämlich, das BZÖ ist die erste Bewegung, die ihr Hauptaugenmerk auf den Kampf gegen Globalisierung und Kapitalismus legt. Mhm. Und ich habe bis jetzt immer geglaubt, das ist die KPÖ, die gegen den Kapitalismus kämpft. Nein, der Kapitalismus ist ja auch nicht das, was wir uns wirklich wünschen. Weil der Kapitalismus, Sie waren doch immer ein Marktwirtschaftler. Ja, ein Marktwirtschaftler, aber kein Kapitalist, der sagt, es gibt kein Reglement und keine Rahmenrichtlinien mehr für kapitalistische Wirtschaftsweise. Das will doch niemand. Aber wir haben derzeit die Situation. Wenn Sie sich also vorstellen, dass wir in Österreich, in Europa heute damit am meisten kämpfen, dass wir aus der globalisierten Wirtschaft heraus Wettbewerbssituationen haben, die einfach ein marktwirtschaftliches Verhalten gar nicht möglich machen. Beispielsweise Billigprodukte, die auf unsere Märkte hereintreffen, die werden erzeugt, ohne dass es soziale Mindeststandards gibt, etwa im Arbeitsrecht. Sie werden erzeugt, ohne dass die Umweltmaßnahmen, so wie wir sie einhalten müssen, in den fernen Ländern eingehalten werden. Sie werden erzeugt unter Zuhilfenahme von Kinderarbeit. Das heißt, da ist kein marktwirtschaftliche Wettbewerbsgleichheit gegeben. Und daher sage ich, Ihre Wähler, so wie alle anderen, kaufen diese Sachen gerne, nein. weil sie so billig sind. Das Problem ist ein anderes. Die Europäische Union müsste meines Erachtens ihren europäischen Markt wettbewerbskonform gestalten, müsste sagen, der bei uns solche Waren hereinbringen will, Billigprodukte aus dem Ausland, wenn sie nicht unter Mindeststandards im ökologischen oder im rechtlichen Bereich, im arbeitsrechtlichen Bereich, im sozialrechtlichen Bereich erzeugt worden sind, dann ist ein Schutzzoll einzuführen. Und damit schütze ich die Arbeitsplätze hier, denn wenn Sie Billigprodukte zwar importieren können, aber letztlich die Arbeitsplätze von hier abwandern, dann werden Sie bald keine Konsumenten mehr haben, die sich das leisten können. Daher ist meines Erachtens eine ganz wichtige Aufgabe, diese Globalisierung oder Antiglobalisierungsstrategie zu gehen, die wieder marktwirtschaftliche Verhältnisse ermöglicht, zumindest jetzt einmal für uns in Europa. Ist für den Mittelstand wichtig und daher haben wir das vorgeschlagen. Wir haben auch vorgeschlagen, dass man eine sogenannte Devisenspekulationssteuer einführen soll. Bundeskanzler hat schon aufgegriffen. Diese Devisenspekulationssteuer würde alleine 25 Milliarden Euro hereinspielen. Also das wäre also für die Europäische Union auch nicht so schlecht und hätte den Vorteil, dass sozusagen nicht das schnelle Geld im Vordergrund steht,
sondern das Geld, das letztlich in der im Wirtschaftskreislauf ist, wieder für reale Produktionen eingesetzt werden. Wenn Sie sich heute die Bilanzen der Unternehmen, der Konzerne anschauen, dann ist die größten Gewinne machen es noch mit den Finanztransaktionen, mit den Spekulationen, nicht nur mit der realen Produktion. Nicht? Können Sie ganz, oder ein bisschen anderes Thema EU, ganz kurz erklären, weil das viele Leute nicht verstanden haben. Sie waren ganz lang für Beitrittsverhandlungen mit der Türkei und plötzlich sind Sie dagegen. Und vor ein paar Monaten haben Sie gesagt, Politiker, die da vorher dafür und jetzt dagegen sind, das sind ziemliche Opportunisten. Ich habe also erstens einmal im Zusammenhang mit der EU wahrscheinlich als einer der wenigen Politiker über die Jahre hinweg die richtige Einschätzung gehabt. Denn schon im Jahre 1994, als die EU Kampagne gelaufen ist, habe ich gesagt, es wird nicht so sein, dass der Schilling bleibt, wie man uns eingeredet hat. Und das ist der Euro gekommen. Es war, ich habe recht gehabt. Es wird nicht so sein, dass wir quasi die Anonymität der Sparbücher erhalten können. Und das ist so eingetreten. Und es wird nicht so sein, dass wir den Ederer Tausender kriegen. Und das ist so eingetreten. Sie wollten nicht beitreten. Das heißt, ich habe gesagt, die EU wird unter Voraussetzungen stattfinden, die nicht das bringt, was wir den Österreichern oder was man den Österreichern versprochen hat. Was hat das mit der Türkei zu tun? Und bei der Türkei habe ich immer gesagt, das ist eine sicherheitspolitische Frage für mich. Man hat seit den 60er Jahren der Türkei mehr oder weniger Erwartungen gemacht und hat gesagt, ihr könnt beitreten, man hat Arrangements getroffen. Und jetzt zu sagen, wir reden nicht einmal mit euch, ich habe immer gesagt, man muss Verhandlungen führen. Aber jetzt sagen Sie Verhandlungen auch nicht mehr. Ich sage jetzt, überhaupt keine Erweiterungen mehr vornehmen. Das hat nicht nur mit der Türkei zu tun, sondern das hat auch mit den anderen Staaten. Es stehen also Kroatien, Bosnien, alle stehen vor der Tür. Also Kroatien auch nicht nehmen. Weil ich glaube, dass wir in einer Situation angelangt sind, dass die Europäische Union nicht mehr erweiterungsfähig ist, ohne dass es da einen massiven Widerstand der Bürger gibt. Heide, ich muss ganz dringend auf die Zeit schauen, aber heißt das jetzt, man soll auch Rumänien und Bulgarien und Kroatien nicht nehmen? Also ich würde bei Rumänien und Bulgarien jetzt einmal diese Frist, die möglich ist, das zu verschieben, machen. Um ein Jahr? Ich würde auf alle Fälle. Und ich würde so lange keine Erweiterung wo immer in Angriff nehmen, solange nicht die innere Organisation und die Probleme, die jetzt aufgetaucht sind, in der gesamten Organisation mit dem Verfassungsvertrag, mit der Finanzierung geregelt sind. Weil das Unternehmen funktioniert ja nicht in Wirklichkeit. Ja. Wir sind weit über der Zeit, aber die eine Frage muss ich Ihnen noch stellen. Was ist aus dem Traum von Bundeskanzler Haider geworden? Ja, Träume darf man haben. Ich glaube, dass dieser Traum sich 2000 nicht realisieren hat lassen, weil die Konstellation eine entsprechende gewesen ist. Ich habe meine persönliche Zielsetzung erreicht, dass ich Landeshauptmann in meinem Bundesland geworden bin, wo man mich 1991 einmal etwas unsanft aus dem Regierungsamt vertrieben hat. Also nicht mehr Bundeskanzler. Und da bin eigentlich sehr zufrieden. Ja, es wird keinen Bundeskanzler Haider mehr geben. So verlockend ist das nicht. Ja, haben Sie mal gedacht. Irgendwie. Sie haben jetzt Golf spielen zu lernen. Mit zunehmendem Alter wird man viel lässiger in der Ordnung seiner Lebensziele. Ich bin unglaublich gespannt darauf. Sie lernen jetzt Golf spielen, habe ich gelesen. Wünsche Ihnen alles Gute dafür. Du was anderes auch noch. Das glaube ich Ihnen auch. Vielen herzlichen Dank für den Besuch hier im Studio, meine Damen und Herren. Das war das Sommergespräch Nummer 2. Ich bedanke mich beim Publikum hier im Studio, das uns zugehört hat, bei Ihnen zu Hause und natürlich wieder bei meiner Redaktion Claudia Fuhrmann, Thomas Faustmann und Bettina Tasser. Das nächste Sommergespräch können Sie kommenden Dienstag sehen. Zu Gast wird dann sein der Bundessprecher der Grünen, Alexander Van der Bellen, am Dienstag um 21.05 Uhr hier in diesem Programm. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen, guten Abend.